Hi Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Ja, es ist Black Ops Cold War, die Alpha schien und ich durfte reingucken und der liebe Pern Zock durfte genauso reingucken und deswegen gibt's heute einen wunderschönen Podcast. Herzlich willkommen, Pern Zock. Hey Leute, was geht? Oh Gott, das wird schon wieder creepy. tatsächlich, wie war so bei dir eigentlich das erste Mal spielen? Also bei mir war es tatsächlich das erste Mal spielen komisch. Weil ich bin generell nicht der Call of Duty Freund, ehrlich gesagt. Aber generell fand ich das Spiel eigentlich ganz gut. Von der Grafik her war ich... Und ich fand das erste Mal spielen gut. Wie fandest du es denn? Also ich muss sagen, das erste Mal spielen war schon echt cool. Gerade vorne mit den coolen Trailer, der einfach auf ein gutes CD hoffen lässt. Und das war schon echt verblüffend. Also wo ich dann angeschmissen hatte, leider hatte ich da noch über Mono den Sound gehört. Dementsprechend konnte ich bei den ersten Gameplays nicht so gut spielen. Die seht ihr auch im Hintergrund tatsächlich. Ich fand es doch schon sehr interessant, was da Treyarch auf die Beine gestellt hat. Von der Soundkulisse echt 1A. Besser als zu MW, aber darauf gehen wir ja später nochmal ein. Tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, wie weit du die Spieltechnik dir unter Betracht ziehen konntest. Du hattest ja auch gesagt an dieser Stelle, dass du ja jetzt nicht so viel Call of Duty spielst. Also ich hatte tatsächlich die Möglichkeit, gestern 4 bis 5 Stunden das Spiel nur zu zocken. Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt über deinen Eindruck so von der Performance beziehungsweise vom Spieltechnischen. Was ist dir da so besonders ins Auge gefallen? Also auf jeden Fall die Grafik. Die Grafik, die fand ich richtig gut für das Spiel. Und auf jeden Fall war es auch, obwohl das Spiel noch in der Anfangsphase ist, ziemlich wenige Lags. Also jetzt in meinem Falle. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte am Anfang vielleicht 2-3 Mal ein paar Grafikfehler, wo die Karte nicht richtig nachgeladen hat. Und ja, sonst fand ich eigentlich das ganze Spiel, auch mit dem ganzen Design, die haben sich echt viel Mühe gegeben bei manchen Maps, da kommen wir auch noch später zu. Ja, also... Und es waren ziemlich schöne Maps dabei auf jeden Fall. Das stimmt, das spieltechnisch, das Spiel ist... An manchen Stellen, also ich musste tatsächlich erstmal, da kommen wir auch dann nochmal später dazu, beziehungsweise ich würde den Punkt tatsächlich mal ein bisschen vorheben, weil das einfach zu der Performance auch nochmal passt und zum Spieltechnischen. Von der Steuerung muss ich sagen, hat sich dieses Spiel tatsächlich echt cool angefühlt und vom Performance-Technischen habe ich jetzt nur ein paar Mal das Gefühl gehabt, dass die Map an manchen Stellen nicht geladen hat und im Livestream durfte ich da ja nochmal schön darauf hingewiesen werden. sonst wäre mir das tatsächlich nicht aufgefallen. Was ich sagen muss, ich weiß nicht, wie Cold War programmiert ist. Wenn es auf Server programmiert ist, muss ich leider auch sagen, ich weiß nicht, was COD macht. Es ist zwar besser als bei MW, aber du hattest trotzdem manchmal das Gefühl, dass du entweder wurdest du selber zurückgesetzt, was man aus Black Ops 2 tatsächlich kannte, wo man gerne mal gegen die Mauer gelaufen ist. Das waren schon so eine Zeiten, die ganz schön angekotzt haben, aber auch technisch basiert, dass Gegner einfach irgendwo stehen und du schießt auf sie und auf einmal sind die weitaus weiter vorne. Und das kann nicht unbedingt an der Internet-Performance liegen, das liegt teilweise halt auch an den Spielecode, beziehungsweise an den Servern. Ja, an den Servern als an den Spielecode. Wo man aber auch bei den der eingehen muss, ist, man kann sich die beliebig belegen, die Tasten, was ich tatsächlich gut fand. Ja. Hast du da mit Tastatur gespielt? Nee, mit Controller. Ah, okay, das hätte mich tatsächlich nochmal interessiert, wie es mit Tastatur ist. Ja, das fand ich halt auch cool. Also Steuerung technisch muss ich sagen, es ist weniger zum Einstellen. Wir haben, was haben wir für Regler? Wir haben einmal, dass man den X und die X- und Y-Achse regeln kann, aber dann haben wir halt auch nochmal die Regler, wo wir dann auch, wenn wir anvisieren, die Schnelligkeit regeln kann. Und was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das dir auch beim ersten Mal aufgefallen ist, die Steuerung, wenn du anvisiert hast, dieses automatisch, dass es langsam wird, hat mich voll aggressiv gemacht.
Ja, das ist wieder das, wer was mag. Also mich hat es überhaupt nicht gestört, weil beim Anvisieren hasse ich das, wenn es zu schnell geht. Weil ich habe das Gefühl, wenn es zu schnell geht, verfehle ich die Gegner einfach zu schnell. Also ich fand das langsame Anvisieren eigentlich ganz okay. Ja, also ich letztendlich kommt es ja auch immer drauf an, wie man spielt. Ich fand es halt zu langsam. Das war so, ich hatte das Gefühl, ich kann nicht anvisieren. Ich dachte, das Spiel spielt sich auf einmal ganz anders. Wo ich dann aber an den Reglern halt für Nahdistanz den Zoom geregelt habe. Weil ich bin halt jemand, der immer aus dem Visier schießt. Ich schieße meistens nicht einfach so auf. Ich weiß nicht, ich kann das nicht. Ich finde das eklig, keine Ahnung. Also ich... Problem. Was nicht schnell genug läuft, wird halt weggeschossen. So sind die Spielregeln. Ja, okay, gut. Aber da hat ja auch jeder immer seine eigene Meinung. Was mir halt aufgefallen ist, wenn du halt dann die Nahdistanz und die Ferndistanz halt einzeln eingestellt hast, hattest du ein echt cooles Spielgefühl und das Spiel hat sich ganz anders gespielt als vorher, wenn du diese komische langsame Distanz hast. Das musst du mal einmal ausprobieren, auf jeden Fall, wenn du da jetzt nochmal dazu kommst. Sonst... Ja, ich habe ja auch bald meine PS4 endlich wieder und dann hole ich mir das Spiel auch auf jeden Fall. Ja. Und wirst du dir tatsächlich beide Editionen holen, also da gibt es ja praktisch die Edition, dass du 69,99 zahlst und dann hast du einmal für PS4 und einmal für PS5 die Version. Ja, die würde ich mir auf jeden Fall holen. Ja, also ich finde es an sich echt, also für den Preis muss ich sagen, geht es, weil man kriegt ja tatsächlich ein Spiel geschenkt, wenn man es so sieht. Aber, ich weiß nicht, also wenn du die PS5 nicht holst, dann bringt das, glaube ich, auch noch nicht so viel Geld auszugeben, weil die PS4-Spiele fallen ja auf den Preis, ja. Genau, aber ich habe ja schon das Glück, ich habe mir ja meine PS5 schon tatsächlich vorbestellt, die Digitalversion, und deswegen würde ich mir jetzt auf jeden Fall alle Spiele, die es nur geht, auch gleichzeitig für die PS5 schon mitkaufen. Und ich habe gehört, du holst mir einmal Black Ops 2 Cold War mit. Auf jeden Fall. Das hört sich auf jeden Fall nach dir an, eigentlich. Ja, wozu man nochmal kommen kann, ist auf jeden Fall mal nochmal die Soundkulisse. Da wird man das auch nicht vergessen. Ja, auf jeden Fall. Die Soundkulisse fand ich tatsächlich an manchen Stellen gut, aber an manchen Stellen auch eher unrealistisch. Was fandest du denn unrealistisch? Also irgendwie vom Beispiel. Ich hatte jetzt auf einer Map, das war eine ziemlich große Map und da waren auch ziemlich viele Untergänge mit drin. Und da hat man jetzt zum Beispiel, wenn ich eine Granate auf einen Gegner geworfen habe, hat sich die Granate nicht wie in echt angehört. Die ist einfach explodiert, aber man hatte nicht wirklich einen Ton dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur bei mir mal ein Lag oder so war, aber generell hatte man in den Höhlen auch generell keinen Schießsound. Du hast geschossen, aber aus der Waffe kam kein Sound. Okay, dann war es aber tatsächlich, glaube ich, eher ein Bug. Das müssen sie auf jeden Fall fixen, aber ansonsten fand ich den Sound okay. Ich habe ja einmal mit Kopfhörer einen Test gemacht und einmal ohne Kopfhörer und tatsächlich muss ich sagen, gefällt mir der Sound besser mit Kopfhörer, man kann es aber auch genauso gut ohne Kopfhörer spielen. Ja. Also ich habe ja tatsächlich das Glück, dass ich das halt jetzt alles im Mischpult halt jage. Dementsprechend konnte ich mir halt den Sound nochmal ein bisschen genauer anhören. Fand ich sehr cool tatsächlich, das mal ganz anders wahrzunehmen, und selbst MV habe ich da ganz anders wahrgenommen. Aber ich muss sagen, zu MV ist die Soundkulisse deutlich besser. Es gibt an manchen Stellen tatsächlich die Bugs, wo man sich denkt, hä, da hätte eigentlich eine Granate explodieren müssen. Die ist aber nicht explodiert anscheinend, oder der Sound wurde nicht abgespielt. Aber für eine Alpha läuft das schon ganz gut. Welche Sounds mir echt gefallen haben, alleine die Wassersounds, dass du ins Wasser gesprungen bist, diese Schwimmsounds, dieses Atmen, wenn du wieder langsam die Energie bekommen hast. Was gab's noch? Schritte-Sounds klingen echt gut, klingen auch solide. Gerade auch, dass man die Gegner auch hört und nicht das Gefühl hat, dass seine Schritte lauter sind als die von den Gegnern, was MV immer noch nicht richtig gefixt bekommen hat. Und dann war tatsächlich noch ein Sound, was ich sehr genial fand, die Waffen. Die Waffen-Soundkulisse ist schon echt heftig. Ich dachte erst so, das klingt so ein bisschen wie Plastik. Ich weiß nicht, das hat mich so erst so an Plastik-Sounds dran erinnert. Aber ich muss sagen, es klingt schon echt geil. Also, schönen Bass, schönes Volumen.
klingt schon meiner Meinung nach sehr realistisch. Da wären wir auch schon beim Waffendesign. Was hältst du denn von den Waffendesigns? Vom Waffendesign? Also, ich habe ja am Anfang, glaube ich, schon mal halb vielleicht erwähnt, dass ich finde, das Spiel, es hat wieder diesen Touch, so gerade an meiner Anfangsphase oder im Livestream hat man es bei mir auch gehört, dass ich finde, es so leicht bisschen technisch plastisch aussieht. Einfach, dass die Texturen, die sind echt cool und die Waffen sehen auch gut designt aus, aber dass an manchen Stellen mehr Design tatsächlich wahrscheinlich noch interessanter wäre. Zum Beispiel, sagen wir mal, du läufst durch den Schnee, dass du dann zum Beispiel auf der Waffe Schnee hast, keine Ahnung, was weiß ich. Aber dass man da Einzelheiten vielleicht nochmal ein bisschen besser darstellt. Also da habe ich halt nochmal mehr erwartet und da, ich hoffe, da kommt auch nochmal mehr, dass man nochmal mehr die Waffen sehen kann und es nicht so einfach aussieht, als ob es plastisch eher designt wurde. Da gebe ich dir recht, aber was ich auch gut finde, die Fahrzeuge, da gab es ja auch Fahrzeuge im Spiel, ja, die du fahren konntest. Und ich finde jetzt den Panzer oder die Jetskis, die sind eigentlich ziemlich gut gemacht. Und ich finde, der Panzer hat auch einen relativ realistischen Sound. Und auch von der Geschwindigkeit her, finde ich, fand das, was das Einzige, was mich bei den Fahrzeugen gestört hat, ist beim Jetski im Schnee, dass man halt wirklich extrem langsam ist. Also das müssen sie auf jeden Fall noch fixen, dass man etwas schneller ist, so mit der ungefähr der realen Geschwindigkeit, was man auch fahren kann. Ja, stimmt. Und im Panzer wahrscheinlich auch ein bisschen schneller, weil man hat das Gefühl, man fährt nicht, man hat das Gefühl, man tackert vor sich hin. So eine alte Tuckerbahn. Aber es ist auf jeden Fall gut, man kann auch mit dem Panzer schießen. Ja. Was ich eher ein bisschen unrealistisch finde, ist am Panzer, dass der halt ziemlich schnell explodiert. Also ja, aber ich glaube, das hatte tatsächlich was vom Spieldesign einfach mit an sich. Aber das müssten wir noch etwas fixen, dass der Panzer etwas mehr aushält, finde ich. Und dann finde ich eigentlich, dass es die Fahrzeuge ziemlich gut gelungen sind. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, da haben sie ja auch schon viel Übung insgesamt sammeln dürfen. Also Activision und Twitch insgesamt. Alleine ja schon durch Blackout hieß es doch. Hieß es Blackout? Ich glaube Blackout hieß es. Jedenfalls aus Black Ops 4 praktisch der Battle Royale Modus. Da gab es ja auch schon Panzer, glaube ich, da noch nicht, aber Autos gab es da, Helikopter gab es da. Autos, Helikopter. Ja. Und da haben sie sich schon ganz gut ausgetobt und ja, also da kann ich auch jetzt nichts dagegen sagen, aber wie gesagt, ich fand halt, an manchen Stellen sieht es manchmal noch ein bisschen plastisch aus, ich wette, das wird sich auch noch ändern. Wir können auf jeden Fall gespannt sein und einer der wichtigen Punkte, die wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist, würde da tatsächlich erstmal auf die Maps drauf eingehen und danach kommen wir nochmal zu der Veränderung zum Vorgänger. Wie fandest du denn die Wüstenmap? Die Wüstenmap fand ich persönlich ziemlich langweilig, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, da kann man noch mehr mit reinbringen ins Spiel, jetzt wie Sandhöhlen oder auch ein Helikopter wäre zum Beispiel ziemlich gut, weil die Map ist halt auch ziemlich groß, fand ich, und es gibt einfach zu wenige Versteckmöglichkeiten. Da hast du halt in der Wüstenmap wirklich nur fast nur Sandhügel, wo du dich dahinter verstecken kannst. Da müssten sie meiner Meinung nach noch mehr einbringen. Ja gut, aber das ist ja auch eine Team Deathmatch Map, das darf man halt auch nicht vergessen. Ja, das weiß ich, aber trotzdem, ich persönlich finde es besser, wenn man da noch mehr Details reinbringt. Ja, stimmt, da gebe ich dir auch recht. Also, ich fand sehr interessant, beim ersten Mal spielen dachte ich mir so, oh, Views Map, nicht, überhaupt nicht meine Map. Und dann aber dieser Sand und so, also, es hat schon was, dass Treyarch gesagt hat, ey, wir machen eine Wüstenmap. So viele Wüstenmaps gibt es ja, glaube ich, gar nicht mal bei COD. Also mir würde jetzt kein COD einfallen, wo jetzt eine Wüstenmap war. Oder? Ja, eigentlich jetzt auch nicht so spontan. Jedenfalls fand ich das halt sehr interessant, wenn du dann die Hügel runtergeschlittert bist und dann die Gegner von der Ferne geholt hast und so weiter. Also das Design ist schon echt cool. Und ich habe die Wüstenmap tatsächlich mögen gelernt. Es mag sich blöde anhören oder es mag sich so anhören, als ob ich zu kurz gespielt hätte. Aber die Wüstenmap war schon echt cool.
Also das war so wirklich mein Highlight einer der Maps. Da muss ich sagen, die Stadtmap Miami zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du auch zu der gekommen bist. Ich habe auf allen Maps tatsächlich gespielt. Ah, okay. Also Miami zum Beispiel hat mir jetzt irgendwie nicht ganz so zugesagt. Kann aber auch sein, dass irgendwie mir irgendwas am Design gefehlt hat. Sonst von den Maps her, ja, ich bin gespannt, was du da kommt. Das war meine Favorit-Map. Miami. Was hat dir denn da besonders gefallen? Eigentlich fand ich die, generell die ganze Stadt fand ich ganz geil, wie die aufgebaut ist. Ist jetzt nicht so eine große Map, aber man hat auf jeden Fall gute Möglichkeiten, sich auch mal zu verstecken. Vor allen Dingen für die Camper unter uns braucht man sich ja nichts vormachen, die gibt's ja auch. Vor allen Dingen gute Versteckmöglichkeiten. Oh Gott, Camper. Ja, aber die gehören immer zu viel dazu, finde ich. Ja. Ja, das stimmt schon. Also... da muss ich sagen, finde ich ja auch bei Miami das Design tatsächlich interessant, dass man sieht, dass die Camper tatsächlich nicht mehr so eine Chance haben, weil es gibt mehr Laufwege. Genau. Wo ich beim ersten Mal spielen gedacht hätte, hä? Da gibt es ja nur ein, zwei Laufwege und dann gucke ich einfach so mir die Map nochmal genauer an und sehe da einfach 5 bis 6 bis 10 Laufwege, was schon mich ganz schön umgehauen hat. Und da musste ich sagen, das fand ich schon sehr cool, weil ich dachte erst, da gibt es 4 Wege insgesamt und dann dazwischen halt Zwischenwege. Aber die Map ist halt doch so aufgebaut, dass man nicht wirklich einen Spot halt so safen kann, dass da der Gegner nicht rankommt. Und das muss ich sagen, finde ich gut. Und hat mir auch bei Satellit gefallen, also bei der Wüstenmap. Besonders. Also es war schon echt schön. Das war. Generell sind die Maps ziemlich gut gewesen, fand ich. Ist halt mal irgendwie was Neues insgesamt, aber ich bin wirklich echt gespannt, was noch kommt. Also ich hoffe jetzt nicht, dass es alles ist von dem Design her, weil dann wäre es schade. Weil ich erwarte da eigentlich schon ein bisschen mehr von Treyarch. Was da noch so kommt. Vielleicht kommt ja auch ein Nuketown. Das würde ja dann wieder in diese ganze Black Ops Serie reinpassen. Sonst tatsächlich die großen Maps. Die eine Map mit den Schiffen, muss ich sagen, fand ich gar nicht schlecht. Die fand ich auch tatsächlich ganz gut. Und dann haben wir ja natürlich noch die Karte, die Schneekarte. Die so ein bisschen an Black Ops 1, finde ich, so ein bisschen dran erinnert. Also nur jetzt vom Schnee her. Die habe ich tatsächlich, glaube ich, dann nicht gespielt. Ach, die letzte hast du nicht gespielt? Nee, die Schneemap habe ich tatsächlich dann nicht gespielt. Also ich fand, die Schneemap war halt schön designt tatsächlich in der Mitte, weil du zum Beispiel, dass da einfach Schilf war und dann konntest du einfach durch Schilf. Das war schon voll das Highlight. Hat mir echt gefallen. Ja. Aber wir können nochmal kurz zu der Wassermap, weil da kannst du ja dann noch ein bisschen was sagen dazu. Wie fandest denn du das? Insgesamt die Wassermap Aranda oder so hieß die, glaube ich. Also ich fand die tatsächlich gehört, dass wir das, glaube ich, ein zu meinen Lieblingsmaps, wie die gehören. Weil ich fand einfach, du hast da so viele Möglichkeiten. Du kannst von Schiff zu Schiff mit einem Seil rüber sliden. Du kannst dir ein Jetski nehmen, du kannst rüberschwimmen. Die Gegner laufen sich jetzt nicht so oft wie auf über den Weg wie auf anderen Maps, finde ich. Und man hat halt auch ziemlich gute Möglichkeiten, wenn man Sniper oben in den Kahüten ist, dich mal eben zu verstecken und dann eben vom Versteck aus den abzuschießen. Ja, stimmt. Was halt auch schön ist, du fühlst dich halt wie so ein Pirat, der irgendwie entert. Wirst ins Abenteuer mitgenommen. Das ist schon ganz cool, gerade mit den Seilwinden. Dass du vom Wasser auch angreifen kannst, dass es Spots gibt, die nicht so leicht zu verteidigen sind. Zum Beispiel in der Mitte haben wir ja eine wunderschöne Stelle, wo dann einfach ein U-Boot ist und darauf ist der Punkt, den man einnehmen muss. Und von oben kann man rein, aber von unten kann man genauso angreifen. Das finde ich schon ganz cool. Also die Stellungen sind echt schwierig gelegt. Ja, und man hat auf jeden Fall auf der Wassermap, kann man sagen, gute Angriffsmöglichkeiten, zum Beispiel, wenn der Gegner jetzt aufs andere Boot will, hast du halt eine echt gute Möglichkeit, den vom Seil zu schießen, wie ich jetzt.
Das stimmt, das war ja auch richtig spaßig. Das hat auch Spaß gemacht. Da jemand mal vom Seil zu schießen. Hat mir gefallen. Was tatsächlich noch, wo ich gespannt bin, ich hoffe, dass Twitch mehr, dass es auf jeden Fall nicht nur 2-3 Maps gibt, sondern auch wieder mehrere. Gerade auch bei Wohnkrieg, dass es da auf jeden Fall 3 kommen und natürlich dann auch beim Multiplayer, beim eigentlichen auch natürlich 3 kommen. Und natürlich hoffe ich dann aber auch, dass sie spezifisch die Maps vielleicht einkategorisieren, weil die Wüstenmap zum Beispiel mit der Einstellung, die Idee ist cool, dass man eine Stellung macht, die einfach gar nicht einnehmbar ist, weil jetzt endlich von überall jemand kommen kann. Aber es ist halt echt schwierig, also, obwohl doch, das sollte so bleiben. Finde ich eigentlich, das macht eigentlich die Map erst so richtig interessant. Ja. Meiner Meinung nach. Und das ist halt ein interessantes Spieldesign tatsächlich. Auf jeden Fall. Was ein bisschen krass ist, dass man zu schnell am Spawn gekillt werden kann. Ja, aber das macht auch nochmal den Spaßfaktor etwas höher. Ja. Das stimmt, aber wo man Spawn-System, das wäre noch eine Sache, die man tatsächlich immer nochmal ansprechen kann. Kann ich tatsächlich noch nicht so ganz unter die Lupe nehmen, aber ich wurde jetzt nicht beim Spawn bisher gekillt. Also, ist mir jetzt selten passiert. Das Angriffsziel beim Spawn, kann man sagen. Ja, aber erst wenn man aus dem Spawn rausgeht, also es ist irgendwie, sobald jemand von den Gegnern im Spawn drin schwebt, spawnst du halt nicht und das finde ich gut. Also dass sowas jetzt zum Beispiel nicht passiert. Ja, das ist gut, aber jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt mal spawnst, sagen wir, und hinter dir ist jemand und der kommt, oder er, sagen wir mal, er kommt gerade um die Ecke, kann er dich halt sofort fast abschießen. Ja. Ohne dass du den bemerkst. Jo, Rage-Faktor ist auf jeden Fall wieder gegeben. Und Spaß-Faktor. Und wenn man jetzt so auf das alte, also den Vorgänger, also jetzt, weil das ja auf derselben Engine basiert ja wie MW, muss ich sagen, ich finde, es ist ein deutlicher Schritt vorwärts auf jeden Fall. Von der Spielekulisse, von der Soundkulisse einfach deutlich besser nochmal als MW. Ich finde das cool tatsächlich, dass man viele Erfolge einfach erzielt, weil das gibt auch so ein bisschen, dass man mehr motivierter wird. Ich hoffe nicht, dass das Menü so vollgeballert ist beim neuen COD, weil ich finde, bei MW war das ziemlich zugeballert, also beim Modern Warfare. Spieltechnisch finde ich, spielt sich das einfach entspannter als MW, weil man da zu schnell stirbt. Und map-technisch müssen wir halt noch schauen. Also ich glaube, das kann man schwer jetzt bei der Alpha einschätzen. Vom ersten Spielefaktor muss ich sagen, hat aber natürlich auch jetzt, weil es halt nicht so ein krasser Rage-Faktor dann ist, hat natürlich mir, muss ich sagen, auch Cold War ziemlich Spaß gemacht. Mir auch, muss ich echt sagen. Ja, hast du sonst noch irgendwie was anzufügen, falls ich jetzt irgendwas vergessen habe? Nee, laut meiner Liste hätten wir jetzt das Programm eigentlich durch. Ich weiß nicht, ob du noch was hast. Ja, also mir fällt jetzt nichts ein. Also ein solides Game. Ich bin gespannt, was da noch rauskommen wird, wie die Beta sich auf jeden Fall halten wird. Aber bisher auf jeden Fall ein Blick wert. Also vom Preistechnischen kann ich halt jetzt noch nicht viel sagen. Weil preisgerechtfertigt, das müssen wir halt sehen, wie sich halt das Spiel selber halt macht. Auf jeden Fall. Aber für den ersten Einblick auf jeden Fall. Bin gespannt, was Twitch da noch bringt. Und ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Danke übrigens, BN Zock, dass du mit dabei warst. Schaut und auf jeden Fall bei Max vorbei. Schaut bei mir vorbei. Links sind in der Infobox. Ja, da hat er alles super zusammengefasst. Und dann kann ich nur noch sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.